Die Spenden für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt sind gestiegen. Das Aufkommen lag im vergangenen Jahr bei 63,6 Millionen Euro, ein Plus von 2,9%, wie das Werk mitteilte. Im Vorjahr förderte Brot für die Welt über 1.500 Projekte in 90 Ländern, um Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Der Organisation zufolge hungern weltweit 821 Millionen Menschen. Eine Hauptursache sei der weltweite Temperaturanstieg. Extremwetterereignisse, Überschwemmungen und Dürren vernichteten immer öfter die Lebensgrundlage vieler Menschen. Das Hilfswerk setzte deshalb gemeinsam mit Partnerorganisationen unter anderem auf Klimakatastrophenvorsorge. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Christen dazu aufgerufen, ihre Wertvorstellung in die öffentlichen Debatten einzubringen. Er sprach am 29. Juli beim 100-jährigen Jubiläum des pietistischen Jusi-Treffens in Kohlberg bei Stuttgart. Kretschmann betonte, die Demokratie sei eine leere Freiheit, solange die Bürger sie nicht mit Inhalten füllten. Religionsfreiheit bezeichnete er als die wichtigste Freiheit, denn wo es keine Glaubensfreiheit gibt, gibt es überhaupt keine Freiheit. Das Jusi-Treffen hat sich aus kleinsten Anfängen zu einem landesweiten Treffen von Mitgliedern des Württembergischen Gemeinschaftsverbandes, die APIS, und des Evangelischen Jugendwerks entwickelt. In diesem Jahr trafen sich die Pietisten wegen des schlechten Wetters in einer Halle. Sonst findet die Veranstaltung auf dem Berg Jusi bei Kohlberg statt. Gott gibt den Menschen praktische Hilfestellungen zum Thema Geld und Besitz mit auf den Weg, so Finanzberater und Unternehmer Gerhard Neudecker. Die Hälfte der Gleichnisse Jesu seien zu diesem Thema. Besonders für Ehepaare seien die Finanzprinzipien in der Bibel wertvoll. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Die Bibel hat viele konkrete Sprüche, hat viele konkrete Verse, wo wir Hilfestellungen bekommen zu dem Thema Umgang mit Geld und Besitz. Er sagt uns ganz klar, macht euch keine Sorgen. Gott möchte euer Versorger sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, setzt die Prioritäten richtig, dass das Materielle nicht diese Wichtigkeit hat. Es gibt auch noch ganz andere klare Aussagen und ja schon fast Anweisungen in der Bibel. Vermeidet die Schulden, denn ihr seid zur Freiheit berufen und Schulden machen unfrei. Verteilt euer Vermögen auf 7 oder 8, denn ihr wisst nicht, was kaputt geht. Und so gibt es viele Anweisungen, und wenn wir danach uns halten, dann wird die Ehe auch besser gelingen.